Der nächste Bosskampf steht an. Ich bin gespannt. Seltsam. Hier ist keine Wache. Was ist das für eine Musik? Ich halte Ausschau. Seien Sie bereit, okay? Ich bin immer bereit. Was ist los? Ach, bist du rot? Warum? Tja. Na komm schon, ein bisschen Farbe ins Gesicht, das ist ja immer gut. Los, Snake! Wird immer farbiger, die Frau. Starren Sie mich nicht so an. Okay, okay, okay. Gibt's noch irgendwas hier zu holen? Right. Snake, was machen Sie? Wir müssen zum Zimmer des Commanders. Ja, dann gehen wir doch. Mein Gott, hätte mich doch nicht, Frau. Kopf. Ah, das tut weh. Was ist los? Bleiben Sie weg, Snake. Sind Sie okay? Was war denn? Nichts. Okay. Gehen wir. Los, Mr. Foxhound. Der Commander wartet. Dann gehen wir mal, ne? What? Holy shit. Bist du denn wahnsinnig, Frau? Snake, na, Sie begehren mich doch, oder? Was zum... Gefalle ich Ihnen? Umarme mich, Snake. Was ist denn nun los? Komm schon. Lass uns Liebe machen. Snake, ich will dich. Wer ist das? Mantis, er steuert Meryl. Dazu benutzt er diese Musik. Nicht schießen. Machen Sie sie bewusstlos. Das ist klar. Frauen schlagen ist immer... immer klasse. Das Problem ist, dass ich keine verdammte Ration mehr habe. Dementsprechend jetzt erstmal beim nächsten Schuss tot gewesen wäre. Nutzlose Frau. Optische Tarnung, hä? Ich hoffe, das ist nicht ihr einziger Trick. Du zweifelst an meiner Macht. Jetzt werde ich dir mal zeigen, warum ich der mächtigste Anwender der Psychokinesis und Telepathie auf der Welt bin. Nein, wir brauchen keine Worte, Snake. Ich bin Psychomantis. Richtig, das ist kein Trick. Es ist Macht. Nutzlos, ich sag
sollte mir mehr Mühe geben. Keine gespeicherten Spiele. Ein völlig leerer Speicher. Du speicherst nicht so oft. Du bist eher ein Draufgänger. Ich lese dich wie ein Buch. Glaubst du mir immer noch nicht? Ich zeige dir meine Macht. Lege den Controller auf den Boden. So flach wie möglich. Okay. Gut so. Ich werde den Controller mit meiner Willenskraft bewegen. Was sagst du nun? Spürst du jetzt meine Macht? Beeindruckend. Alles klar. Nein, das nicht. So. Erstmal hier erstmal machen wir es. Die Ration hier. Ja. Soll ich die jetzt vielleicht schon nehmen oder eher noch nicht? Ja, warum nicht? Das heißt gar nicht. Schwebt durch die Lüfte wie weiß ich nicht was, ey. Und die prima Ballerina hatten wir ja gerade schon mit dem Ninja. Deswegen passiert auf die auf ihn jetzt nicht mehr. Oh fuck. Okay, das war wirklich total sinnvoll, Alter. Was denn jetzt? Muss ich das nochmal machen oder wie war das? Komm her, Mantis, komm her! Ich hab einen faulen Hokuspokus. Kannst du mich nicht mehr beeindrucken? Kannst du mich nicht mehr beeindrucken? Ich hab mich ein bisschen zu mehr. Komm her, Baby. So, jetzt komm. Ich hab dich doch gleich schon. Boah, Gott, ne! Für mich. Sieht nicht so wirklich gut aus. Ich habe keine Ration mehr. Das ist total, naja, scheiße. Wieso kann ich deine Gedanken nicht lesen? Tja, weil ich klug genug bin, um den. Verdammter. Ah, fuck! Okay, du schießt jetzt. Du verdammte. Und erschießen Sie sich!
Nein, Meryl! Nein, Meryl! Mach es nicht! Nein, unmöglich! Nein! Ich stehe ja so auf die Übersetzung. Metall. Ja, dann komm doch mit deinem Metall. Das war arschknapp. Ich befürchte, wenn er mich jetzt gleich noch ein, zweimal trifft, bin ich, ja, tot. Hier ist lieber nicht. Ich warte lieber nochmal die Minute jetzt. So, jetzt mit seiner komischen Stimme. Metall! So, ich muss nicht erwarten. Einer noch. Einer noch. Ja, endlich! Verdammte Scheiße. Mann, da wurde auch eigentlich mal Zeit. Colonel, Ihrer Nichte geht es gut. Danke, Snake. Ich stehe in Ihrer Schuld. Nach Mantis Tod wird wohl Merrills Gehirnwäsche abflauen, nicht, Naomi? Ja, aber weshalb machen Sie sich so viel Mühe wegen ihr? Wegen Campbell? Oder weil Sie sie mögen? Ich kann eine Frau nicht einfach sterben lassen. Tatsächlich? Seit wann kümmert Sie der Tod anderer? Naomi, das stimmt. Snake hat viele Leute dem Tod zugeführt, aber das bedeutet nicht, dass er herzlos ist. Es ist okay, Colonel. Sie hat recht. Du hast den Ich konnte nicht in die Zukunft sehen. Ein starker Mann muss seine Zukunft nicht sehen. Er macht sie selber. Vielleicht, aber ich sehe deine Zukunft. Warum erzählen Sie mir das? Ich kann Gedanken lesen. In meinem Leben habe ich in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft von Tausenden gelesen. Ekelhaft! Und jedes Wesen, in das ich schaute, war von einem einzigen Ziel besessen. Das selbstsüchtige und atavistische Verlangen zur Fortpflanzung. Mir wurde davon schlecht. Jedes kleinste Ding auf diesem Planeten existiert bloß zur kopflosen Weitergabe seiner Gene. So sind wir programmiert. Und darum gibt es Krieg. Aber du bist anders. Du bist wie ich. Ohne Vergangenheit und Zukunft. Wir leben nur für den Augenblick. Das ist unsere Bestimmung. Menschen machen sich gegenseitig nicht glücklich. Von dem Moment, wo wir auf die Welt kommen, ist es unser Schicksal, uns gegenseitig nichts als Elend und Leiden zu bringen. Der Erste, in dessen Gedanken ich tauchte, war mein Vater. Ich sah in seinem Herzen nichts als Hass und Abscheu für mich. Meine Mutter starb bei meiner Geburt. Und dafür hasste er mich. Ich dachte, er würde mich umbringen. So
starb meine Zukunft. Und meine Vergangenheit verlor ich auch. Als ich erwachte, war das ganze Dorf in Flammen. Sie haben ihr Dorf niedergebrannt, um ihre Vergangenheit auszulöschen. Du hast dasselbe traumatische Erlebnis erlitten wie ich. Wir sind uns fürwahr gleich, du und ich. Die Welt ist interessanter, solange sie Leute wie dich aufweist. Ich war nie für die Revolution vom Boss. Seine Weltmachtfantasien interessieren mich nicht. Ich wollte einfach so viele Menschen wie möglich töten. Sie Monster! Lassen Sie ihn. Er hat nicht mehr viel Zeit. Ich habe das Böse gesehen. Du, Snake. Du bist wie der Boss. Nein, schlimmer noch. Verglichen mit dir bin ich fast harmlos. Ich lese auch ihre Gedanken. Merrills? Dort sah ich dich. Du hast einen schönen Platz in ihrem Herzen. Einen schönen Platz? Ja, einen schönen Platz. Aber ich weiß nicht, ob eure Zukunft eine gemeinsame ist. Eine letzte Bitte. Was ist es? Meine Maske. Setz sie mir auf. Okay. So werde ich mit den Gedanken anderer Leute bombardiert. Bevor ich sterbe, möchte ich alleine sein. Ich will in meiner Welt alleine sein. Ich öffne euch die Tür. Geht da lang, wenn ihr eure Zukunft finden wollt. Das erste Mal, dass ich jemandem mit meinen Kräften helfe. Seltsam. Fühlt sich. Kommen Sie, Meryl. Tut mir leid. Meryl. Wie konnte ich Mantis meine Gedanken so kontrollieren lassen? Wenn Sie an sich zweifeln, lasse ich Sie hier. Sie haben recht. Nie an sich selbst zweifeln, werden Sie davon stärker. Lernen Sie daraus. Sie haben recht. Tut mir leid. Ich tue es nicht wieder. Snake, darf ich Sie was fragen? Was? Was Mantis gesagt hat. Ich habe mich gefragt... Was? Wo liegt jetzt das Problem? Ach nein, es ist nichts. Sagen Sie, Snake, wie ist denn eigentlich Ihr richtiger Name? Mein Name bedeutet nichts im Kampf. Wie alt sind Sie? Alt genug, um den Tod gesehen zu haben. Familie? Nein, ich wurde von vielen Leuten erzogen. Gibt es jemanden, den Sie mögen? Das Leben anderer Leute interessiert mich nicht. Dann sind Sie also allein, wie Mantis sagte. Andere Leute komplizieren das Leben. Ich lasse mich nicht gern ein. Ein trauriger, einsamer Mann. Los, gehen wir. So sieht also meiner Meinung nach eine klassische Abfuhr aus. Tja, Meryl, muss ich noch ein bisschen gedulden.